Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Redstone Tower. Das müsste mittlerweile die fünfte Folge sein. Und wir haben in der letzten Folge diesen Raum hier fertig gebaut mit dem Licht und so weiter und so fort. Ihr seht, es hat sich ein bisschen was verändert. Und zwar gibt es hier eine neue Lichtanzeige. Es gab hier eine neue Lichtanzeige, jetzt gibt es sie wieder. Und es gibt außerdem nochmal so ein paar neue Sachen. Das Licht haben wir in der letzten Folge gebaut. Und was ich zwischen den Folgen gebaut habe, ist dieses Licht hier, welches angeht, sobald das Tor hier unten offen ist. Und diesen Knopf, mit dem man das Tor ebenfalls öffnen kann. Das heißt, ich drücke auf den Knopf, das Tor da unten geht auf, Lampe ist an, Tor geht zu. Moment. Da, Tor geht zu, Lampe geht aus. Wundervoll, oder? Und den Alarm kann man immer noch auslösen. Ja, das ist mittlerweile ein grüner Knopf statt ein roter, weil das hier ist rot, ne? Rot ist ja Alarm an und grün ist Alarm aus. Deswegen habe ich das ein bisschen geändert. Ja, ich habe da ein bisschen weitergebaut und hier habe ich ein Bild drin. Außerdem ist jetzt hier ja eine kleine Crafting Area mit einer Kiste, wo Safety First Pfeile drin sind, nur im Notfall nutzen, ne, wir wissen's, zack, kann man Pfeile mit verschießen, die Enchantment sieht man nicht drauf, aber das ist ein sehr, sehr guter Bogen mit Power 5 Flame, Punch 2 und Gott, wie sie alle heißen, Infinity natürlich, außerdem hat man genügend Pfeile zur Verfügung. Und ja, das ist ziemlich das, was ich gebaut habe. Wir schauen mal ganz kurz in die Technik rein. Übrigens, hinter diesem Bild ist nichts dahinter, das ist nur Dekoration. Für die Leute, die dahinter immer irgendwelche Secrets vermuten. Secrets werden wir auch noch bauen, aber nicht hier. Ich glaube, wir haben keinen Platz mehr. Es war echt schrecklich, diese Lampe hier zu bauen. Weil im Prinzip hatte ich wirklich nicht mehr allzu viel Platz, um noch ein Signal vom Tor hier hochzuführen. Jetzt geht dieses Signal hier hinten entlang und hier quer durch die Pampa durch und ja, hier entnehme ich praktisch das Signal. Das heißt, wir haben hier unten auch genau die Lampe, die funktioniert nur genau andersrum. Das heißt, wenn das Tor zu ist, ist hier die Lampe an. Das heißt, ich musste hier eine Invertierung einbauen und ja, dann geht das Signal hier durch diesen Block durch und dann hier hoch. Das Signal von diesem Knopf hier geht hier hinten entlang. Hier hatte ich noch ein kleines bisschen Platz und das konnte ich dann einmal durch diesen Block hindurchführen, wo eigentlich dieser Repeater drauf ist, der zum Alarmsystem gehört. Aber das führt zu keinen Komplikationen. Ich kann das Signal durch diesen Block hier durchleiten und das landet dann am Ende hier in dem Tor drin. Ja, das ist ziemlich cool und es funktioniert einwandfrei, wie man hier sehen kann. Und ich bin darüber relativ happy. Ja, unser Plan für heute ist es, diesen Turm zu Ende zu bauen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was hier oben jetzt noch reinkommt. Aber im Prinzip können wir den Turm hier eigentlich fertig bauen. Ich hatte überlegt, ob es eine Möglichkeit geben sollte, hier nochmal ganz oben hochzukommen. Aber ich denke, wir werden den Turm hier wirklich jetzt abschließen. Da wird, glaube ich, nichts mehr dazukommen und ja, deswegen würde ich sagen, wir schauen erstmal, dass wir das Ding irgendwie zu Ende bauen. So, ich hatte überlegt, dass wir hier so eine Art Kuppel drauf bauen. Das könnte theoretisch recht cool aussehen, wenn ich mich nicht ganz doof anstelle. Moment. So, und dann können wir so ein Ding bauen. Sieht das aus? Ist das ein bisschen zu flach? Ist fast ein bisschen zu flach, ne? Moment, dann reiße ich das Ganze nochmal ab, dann gehen wir noch einen hoch und gehen dann ab hier erst mit diesen Zweierblöcken hoch. Moment, das Ganze mache ich auf der anderen Seite auch nochmal. So. Ja. Und auf einmal haben wir eine Einermitte. Das kann nicht sein. Ach so. Das sieht besser aus. Okay. Das heißt, wir haben eine Zweiermitte. Sehr gut. Dann würde ich hier auch nochmal ganz kurz so eine Art Kuppel hochführen. So. Okay. Noch ein hoch.
Und dann machen wir den hier. Okay. Das klingt doch gut. Okay, damit hätten wir jetzt schon mal so eine Kuppel hier oben drauf. Jetzt ist die Frage, wie füllen wir das Ganze aus? Im Prinzip, ich schalte nochmal ganz kurz hier unten das Licht aus, weil ich das garantiert sonst nachher vergesse. So. Im Prinzip muss hier oben nicht mehr allzu viel reinkommen. Ich würde das jetzt, glaube ich, erstmal mit schwarzem Concrete verschließen. Wo haben wir es? Hier. Auf dieser Höhe oder einen da drunter? Ich würde fast sagen, einen da drunter wäre ganz cool, ne? Ja, okay. Dann mache ich das mal ganz kurz. Ich baue das mal kurz hier zu Ende und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich schaue mal, ob das gut aussieht. Weil ich muss es wahrscheinlich dann am Ende doch wieder abreißen, wenn es scheiße aussieht. Moment. So, eine Seite wäre jetzt schon mal drin. Ich muss mal ganz kurz anmerken, dass es verdammt schwierig ist, mit schwarzem Concrete zu bauen, weil man die. Das Highlighted hier, die schwarzen Ränder, die sieht man halt überhaupt nicht. Man sieht die Blöcke allgemein fast gar nicht. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Ich glaube, ich mache das erstmal für alle vier Seiten. Und falls es mir nicht gefällt, dann verwenden wir einfach ein Fill-Command. Weil die Struktur an sich gefällt mir eigentlich recht gut. Ja, ich glaube, das machen wir so. Okay, dann mache ich mal ganz kurz die anderen drei Seiten. Also ich muss ja sagen, das Schwarze hat schon irgendwie was. Aber es ist irgendwie nicht genau das, was ich mir vorgestellt habe. Es sieht immer auch so ein bisschen aus, wenn ihr versteht, was ich meine. Und hier ist irgendwie ein Baufehler drin. Moment. Ich hoffe halt, dass es jetzt einigermaßen symmetrisch ist. Genau kann man das immer so schwer sagen, wenn man mit schwarzem Concrete arbeitet. Aber ich denke, ich werde mal so ein paar verschiedene Materialien ausprobieren und ich gebe euch dann immer so ein kurzes Update. Also das wäre jetzt grauer Concrete. Fand ich das Schwarze fast noch besser. Das ist schwarzes Glas. Und ich muss sagen, das sieht eigentlich nicht schlecht aus. Wenn wir da einen Boden irgendwie reinbekommen. Da gefällt mir das schwarze Glas fast am besten. Ich mache nochmal ganz kurz den Vergleich mit schwarzem Concrete. Aber ich glaube, das schwarze Glas gefällt mir tatsächlich am besten. Moment. Ich mache mal ganz kurz hier Black Concrete. Das wäre auch so ein Fall für die Comments eigentlich, ne? Ich glaube, ich lasse es erstmal bei schwarzem Glas. Moment. Dann mache ich hier nochmal ganz kurz Black Stained Glass. Und dann packen wir hier einfach noch irgendwie einen Boden rein. Ich glaube, damit könnte ich mich zufrieden geben. Ja. Ich glaube, das würde ich tatsächlich machen. Okay, lass mich mal hier kurz einen gleichen Boden reinziehen und dann schauen wir mal, wie das dann aussieht. Also so gefällt mir die Kuppel eigentlich auch recht gut. Ich glaube, ich bin so relativ zufrieden. Das Schöne ist ja auch noch, wenn es Mitternacht ist, dann leuchtet das Ding auch noch total schön. Ja, ich glaube, es gefällt mir ganz gut. Ist jetzt kein bautechnisches Highlight, aber für so einen Kontrollturm ist es, glaube ich, in Ordnung. Ich glaube, ich kann damit tatsächlich leben. Und irgendwas können wir hier oben ja theoretisch noch reinsetzen, oder? Ein Aquarium. Das bringt mich gerade auf Ideen. Wir können hier ein Aquarium reinsetzen, Leute. Wie geil wäre das denn bitte? Dann hast du praktisch, dann hast du von außen so ein Aquarium hier. Gut, das sieht man jetzt nicht so gut. Aber später vom Redstone Tower aus, wenn wir hier einen fetten Balkon rübersetzen. Du, das machen wir. Ich weiß nicht, wo die Idee jetzt plötzlich herkam, aber ich finde sie geil. Okay, Leute, beschlossene Sache. Wir packen hier ein Aquarium rein. Mit den neuen 1.13 Mechaniken wird das garantiert richtig geil. Okay, das heißt Wasser, Marsch und dann hoffentlich alles erwischen.
Boah. Ich hoffe, das wird am Ende geil aussehen. Wenn nicht, dann wäre ich nämlich sehr, sehr enttäuscht. So. Da ist noch ein bisschen was. Hier sind überall diese... Das sieht so ein bisschen merkwürdig aus, wenn man die ganze, diese Wasseroberfläche hier so ein bisschen sieht, ne? Das ist jetzt nicht so schlimm, aber... Wollte es nur anmerken. Mojang, bitte fixen Sie das. Oder ist es geplant? Ich weiß es nicht. So, hier hinten fehlt noch ein bisschen was. Und hier, oh ja, hier fehlt noch ordentlich was. So. Da. Hier hinten. Okay, irgendwo, wo noch was fehlt. Hier fehlt noch was. Ist irgendwo eine Strömung? Ich spüre keine Strömung. Ich glaube, wir haben alles relativ gut erwischt. Okay, wie sieht das von außen aus? Ja. Okay, das sieht geil aus. Okay. Ich glaube, das könnte recht cool werden. Ja, moin. Okay. Schauen wir mal. Wie genau können wir das Ganze dekorieren? Mit Bone Meal erstmal. So. Das Schöne ist ja, das Seegras wächst auch auf jedem Block. Und zwar fast ein bisschen zu viel. So, ich muss hier, glaube ich, mal so ein bisschen mit dem Rasenmäher durchgehen. Und das ist fast ein bisschen zu viel. Korallen. Ganz wichtig. Schön viele Korallen. Damit das hier am Ende nach irgendetwas aussieht. So, wir können hier zum Beispiel schon mal so ein paar Korallen hinsetzen. Zack, 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 zack. Und hier hinten machen wir so ein bisschen die pinke Ecke. Ich muss sagen, diese pinken Korallen sehen fast am besten aus. Man kann die auch an Glas ransetzen. Hä, wie geil. Das wusste ich nicht. Okay, wir eskalieren hier komplett. Wir werden hier komplett eskalieren. Oh, das wusste ich nicht. Wie cool. Und dann werden wir hier noch so eine kleine mossy Cobblestone Struktur reinsetzen. Ich glaube, das wird noch besser dann aussehen. Moment, wenn wir hier in der Mitte sowas hier, zack, und hier so eine Stufe davon abzeigend und dann einen ganz normalen Cobblestone Slab daneben. So. Und der hier. Oh ja, das gefällt mir gut. Okay, was kann man noch unter Wasser setzen? Was für Dekorationsmöglichkeiten haben wir noch? Kelp. Auf jeden. Kelp. Kann ich hier sogar hinsetzen, wie geil. So. Oh, schön. Okay. Hier auch noch so ein bisschen. Und vielleicht hier hinten. Da so. Moment, der kommt nochmal weg. Und hier. Oh, das ist wundervoll. Das gefällt mir halt richtig gut. Okay. Dann packen wir hier überall nochmal so ein paar Korallen ran. Oh, das wird richtig schön. Das wird richtig schön, Leute. So, dann nehme ich mir mal von den... nee, die heißen ja anders. Wie heißen die? Tube Coral, okay. Hier nochmal so ein bisschen von denen. Allzu viel theoretisch nicht mehr. So ein paar Cobblestone-Zäune vielleicht noch. Hier hinten ist so ein bisschen leer, da kann nochmal so ein Ding hin. Und dann nehme ich mir nochmal hier sowas. Das kommt hier hinten hin. Und ja, von oben ist so ein bisschen leer noch.
Aber da kann ich ja sowas hier noch dran setzen. Oh, das ist echt schön. Das ist halt echt schön, Leute. Das gefällt mir richtig gut. Okay. So, wie sieht das von außen aus? Ja, hey. Richtig geil. Okay. Das heißt, hier kommen jetzt Fische rein. Warte, Prismarin. Stimmt. So ein paar Prismarinblöcke dürfen nicht fehlen. Hier beispielsweise so. Einfach mal ein paar Slabs auf dem Boden. Da. Moment. So. Ja, wie konnte ich nur Prismarin vergessen, Leute? Das ist ja fast schon sträflich. So. Ja, das sieht gut aus. Okay. Dann kommen jetzt die Fische rein. Das heißt, ich nehme mir mal ganz kurz. Wo haben wir sie denn? Moment, ich such's mal einzeln. Cod. Dann Tropical Fish und Salmon. Das sind die Fischarten und wir werden so ein paar von diesen Kabeljauen hier reinsetzen, ein paar Lachse. Und den Rest spammen wir hier mit tropischen Fischen voll. Oh, wundervoll. Oh, das gefällt mir richtig gut. Mann, wie geil. Ich feiere das extrem. Ob wir hier noch einen Delfin reinbekommen? So zwei Delfine. Oh, wie cool. Ich liebe die. Ich liebe das 1.13 Update. Oh, es ist wundervoll. Es ist halt ehrlich wundervoll. Wir werden auf jeden Fall noch ein größeres Aquarium irgendwo in den Redstone Tower reinsetzen. Aber das hier gefällt mir schon mal richtig gut. Versuchst du da reinzukommen, Delfin? Darf ich Ihnen behilflich sein? Oh, schön. Okay. Moment, dann reiße ich nochmal ganz diesen Block hier ab. So. Und wo war der andere? Hier ist einer, der zu viel ist. Da sind zwei, die zu viel sind. Und ansonsten müsste es, glaube ich, sein. Das ist der Kontrollturm, meine Damen und Herren. Wir haben ihn fertig gebaut. Er ist komplett fertig. Das heißt, wir können uns demnächst um den richtigen Redstone Tower kümmern. Juhu. Achso, habe ich eigentlich schon das schwarze Brett hier vorne gezeigt? Ich glaube nicht. Da habe ich so ein paar Sachen aufgeschrieben, die wir im Redstone Tower einbauen werden. Zum Beispiel die Eingangslobby, dann das Hotel und die Rezeption, Fund of Keys. Natürlich das Immobilienbüro, wo man sich sein eigenes Apartment kaufen kann. Ein Tierheim war eine Idee von mir. Ein Bahnhof, wir werden ein eigenes Zugsystem im Redstone Tower haben. Ich meine, groß genug ist er ja. wir werden ein CMS-Lager haben, klar. Ein Wasserpark, ein Freizeitpark, Standard. Und natürlich das Admin-Büro mit Anschluss an das Hauptlager. Und wenn ihr darauf genauso viel Bock habt wie ich, dann gebt diesem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Und ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Anschauen. Ich hoffe, euch gefällt das Aquarium. Mir gefällt es auf jeden Fall echt gut. Ich muss sagen, ich bin begeistert. Und das ist doof. Stimmt, daran habe ich nicht gedacht. Moment. Dann packen wir hier nochmal kurz Wasser rein. So, und dann wieder Glas rüber. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, meine Damen und Herren. Wir sehen uns in der nächsten Folge vom Redstone Tower oder in einem anderen Video. Bis dahin, macht's gut und ciao. Warte, ich muss eigentlich das Video da drin beenden. So, alles klar. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin gerade ein bisschen underwater und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann und macht's gut und ciao.